Ich muss jetzt mal ganz tief durchatmen. Ich bin hier seit einer Stunde zugange. Erst war mein Tisch halbwegs in Ordnung. Dann habe ich angefangen, hier alles draufzulegen. Die Dinge, die ich brauche, mich nochmal zu schminken. Dann war hier echt das komplette Chaos. Jetzt habe ich wieder alles aufgeräumt. Ich habe hier nur über eine Stunde dafür gebraucht. So, jetzt möchte ich anfangen mit meinem Haul vom Make-up Academy. Aber zuerst muss ich noch ein paar Leute grüßen. Ich grüße Lisa, Laura Rodriguez da Silva, Laura, X, Chrissy Love X, Mel und Ayano, ich hoffe, das war richtig, dann Jojo und Amelie, Clara Mausi 123, May und Grace oder Mai, dann Lara K, dann Sky oder Sky, also manche Namen sind echt nicht so einfach. Dann noch Bärin 245 FF, dann Lila Lillichen, dann Iris 91364, Melissa V und Jessie Polska 11. So, ich hoffe, ihr habt euch alle wiedererkannt. Ich habe mein Bestes gegeben und dann geht's jetzt los mit dem Haul. Ich hatte euch erzählt in meinem letzten Haul-Video, glaube ich sogar, dass Make-up Academy bei 50.000 Facebook-Freunden einmal 50% Rabatt auf alles gibt und dann noch Versand kostenfrei. Der Shop kommt aus England, also muss man auch keine Angst haben wegen eventuellen Zollgebühren. Ja, und ich habe natürlich zugeschlagen und einiges bestellt. Naja, aber ich habe wirklich nicht viel bezahlt. Ich habe 14 Euro überwiesen. Das ist doch völlig in Ordnung für die vielen Dinge. Ich fange am besten mal an mit einer Palette. Das ist die Undressed Palette. Und ich habe jetzt auch schon die meisten Dinge davon getestet. Kann euch was dazu sagen. Zu dieser kann ich euch aber nicht so viel sagen, denn diese möchte ich an euch verlosen. Diese Palette soll nämlich farblich zumindest ein sehr gutes Tube sein. Heißt ja auch Undressed. Zu der Urban Decay Naked Palette. Ich zeige euch mal hier die Farben. Und dann nochmal die Farben der Palette. Also ich finde, farblich kommt das wirklich gut hin. Jetzt nicht perfekt, aber gut. Ja, und die möchte ich an euch verlosen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Also schreibt mir einfach einen Kommentar mit, ich würde sehr gerne die Palette gewinnen. Und dann werde ich einen Gewinner davon auslosen. Ja. Und es gibt jetzt auch eine neue Palette. Die heißt Untrust Me Too. Die soll ein gutes Tube sein für die Naked 2 Palette. Weil ich aber auch sehr gerne die Qualität der Lidschatten testen wollte, habe ich für mich auch eine Palette bestellt. Das ist die Heaven and Earth Palette. Earth wie ÖRS. Die beinhaltet diese 12 Lidschatten. Alle sehr braun und natürlich. Ja, und ich kann euch wirklich sagen, die Palette ist gut. Also ich bin wirklich erstaunt von der Qualität für den kleinen Preis. Die erste Farbe ist nicht so gut pigmentiert, aber dafür sind die anderen beiden hellen Töne gut und die Brauntöne sind auch gut pigmentiert. Ich swatch euch das mal in meiner Fotobox. Ich habe jetzt gerade kein Tuch. Die ganz unten ist wirklich, da muss man sehr aufpassen, die ist sehr stark pigmentiert, aber auch die anderen Brauntöne. Also guck mal auf meine Augen. Ich finde, man sieht's, dass ich was drauf habe. Und ich musste auch nicht irgendwie 5-mal darüber gehen oder so. Die Qualität ist sehr gut. Die krümeln ja ein bisschen. Aber die Urban Decay Naked Palette, die krümelt auch. Und das nicht wenig. Also in dem Vergleich ist die Urban Decay Naked Palette, finde ich, nicht wirklich viel besser. Die Farben sind da noch ein bisschen mehr pigmentiert, aber okay. Also wenn ihr mal was bestellen wollt, die Paletten kann ich euch empfehlen. Dann habe ich die Chance genutzt, weil ja alles so reduziert war und habe mir 4, wie heißen die Teile, Glitter Eyeliner bestellt. Einmal in der Nummer Iced, das ist so ein Silber. Dann in City of Gold, natürlich ein Goldton. Dann in Lila.
Sequin Queen. Verstehe. Also komischer Name. So ein Smaragdgrün. Heißt. Hat keinen Namen. Nummer 8. Aber hier seht ihr ja, es sind nur noch 2/3 enthalten. Nicht, weil ich ihn täglich benutze, sondern der kam schon so an. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber okay, ich werde mich deswegen jetzt nicht beschweren. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf, den jetzt nochmal zu schreiben. Zu denen kann ich sagen, die sind mehr so ein Topper für euren Lidstrich. Da würde ich eine farbige Base drunter machen, wenn ihr einen knallgrünen Lidstrich haben möchtet. Oder einfach vielleicht an Silvester einen schwarzen Lidstrich und dazu diesen Silberton so als Effekt. Also bei denen sollte man auf jeden Fall eine Base drunter machen, eine farbige dazu passende. Und dann sind die doch sehr schön. Man sieht sie sehr gut auf dem Auge. Also ich habe die auch schon ausprobiert. Sind halt jetzt nicht alleine deckend. Wie könnte es auch anders sein, habe ich mir noch 2 Nagellacke ausgesucht. 2 magnetische Nagellacke. Weil ich einfach nochmal ein paar testen wollte. Die von Essence, ja, mit denen komme ich leider nicht zurecht. Oder mit den Magneten viel mehr. Und dann habe ich noch einen von einer teuren Marke. Der ist sehr gut, aber halt so teuer. Einmal die Farbe King's Road. Und das Rot ist Park Lane. Ja. Und der graue Silbern hier soll so Ringe erzeugen. Und der hier soll so ein Herzrhythmusmuster irgendwie erzeugen. Ja. Hier fehlt leider oben der Magnet. Ihr seht es. Hier ist der Magnet drauf und hier leider nicht. Das heißt, ich kann diesen Effekt nicht machen. Ich habe den hier schon ausprobiert und den anderen auch. Also, er lackiert 2 Schichten. Eine ganz gut durchtrocknen lassen und dann noch eine drüber. Und dann sofort muss man den Magneten hier so draufhalten. Durch diese Teile hier kann man das hier sehr gut aufsetzen. Und man datcht auch nicht dran. Und dann wartet man so 4-5 Sekunden. Und der Effekt ist wirklich da. Ich kann euch mal ein Foto einblenden. Dieser hier hat noch so Glitzerpartikel. Die sind auch sehr schön auf dem Nagel. Und der rote, den habe ich dann auch lackiert. Mit dem Magneten drüber gehalten. Und dann hatte der auch so Ringe erzeugt. Und das sieht auch sehr schön aus. Der hat nicht diese Glitzerpartikel. Also von beiden kann ich euch mal ein Foto einblenden. Und wenn ihr unbedingt magnetische Nagellacke haben wollt, kann ich euch die wirklich sehr, sehr empfehlen. Und dann zuletzt habe ich noch 2 Pinsel bestellt. Einmal den E3. Das ist ein Lidschatten-Blendepinsel, würde ich behaupten. Der ist nicht so groß. Also so würde der dann in der Lidfalte aussehen. Ich finde den, er ist sehr weich. Also er kratzt nicht, das kann ich schon mal sagen. Ich finde ihn so mittelmäßig. Man kann in der Lidfalte den Lidschatten gut auftragen. Aber verblenden tue ich persönlich doch lieber noch mit einem etwas größeren Blendepinsel. Von Zoeva zum Beispiel. Und dann habe ich mir noch den F2 bestellt. Das ist so ein genannter Stippling Brush. Also sieht aus wie ein Stinktierpinsel. Den habe ich mir bestellt. Weil ich ja diese Creme Blushes habe von Maybelline, die aber so eine ganz feste Textur haben. Und ich dachte, wenn ich so damit reingehe, könnte ich das gut auftragen. Hat leider nicht so gut geklappt. Die Textur ist einfach zu fest für den Pinsel. Das ist ja so richtig knetig und das hat der Pinsel nicht so richtig aufnehmen können. Man sieht nur ganz leicht so ein bisschen rot hier vorne. Ich werde den aber noch weiter testen. Er ist auch sehr, sehr weich. Das kann ich sagen. Vielleicht auch für Puderrouge oder für ein richtiges Creme Rouge, das halt cremiger ist. Ja, aber generell finde ich den auch nicht schlecht. Muss ich noch ein bisschen mehr testen. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Haul. Sehr positiv überrascht haben mich halt die Nagellacke. Die sind sehr günstig und trotzdem ist der Magneteffekt einfach super. Man kann hier oben auch die Magneten abschrauben. Dann muss man nicht immer die ganze Kappe auf den Nagel halten. Also normalerweise ist da ja der Magnet drauf und dann könnte man einfach so machen. Ja, das finde ich auch gut. Ich hatte euch ja von der Aktion berichtet,
Habt ihr euch dann auch dort etwas bestellt oder kamt ihr gar nicht auf die Seite? Denn leider ist die Seite an dem Tag dauernd zusammengebrochen. Die haben, ja, weiß ich nicht mit so viel Andrang gerechnet. Das war ein bisschen schwierig. Die Lieferung war bei mir in Ordnung. Ich hatte ganz viele gelesen, auch aus Deutschland, die ihr Paket schon nach 1 bis 2 Wochen erhalten haben. Ich habe ein bisschen länger gewartet. Ich glaube, es waren so fast 3 Wochen. Ja, aber ich finde es völlig in Ordnung. Die Post aus England braucht irgendwie immer ein bisschen länger. Ich weiß auch nicht warum. Und bald könnt ihr euch noch auf einen weiteren Haul freuen. Ich habe nämlich weiter gesündigt. Ja, mein Vorsatz, nicht mehr so viel zu kaufen. Hat nicht geklappt, bis jetzt. Also ich kann mich ja wieder beherrschen. Denn ich habe mir zum Beispiel diese Pinsel gekauft und dann noch ein paar andere Dinge aus der Drogerie. Okay, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!